Neue Inhalte fürs Outback. Was erwartet uns in Dinkem? Die Gerüchteküche brodelt und James Benton versorgt die Fangemeinde immer wieder mit Einblicken für kommende Inhalte unseres geliebten Outback-Abenteuers. Vor kurzem meldete er sich bei Steam mit weiteren Informationen und gab auf dem YouTube-Channel von Katie Gentleman weitere kleine Geheimnisse preis. Neben Fehlerbehebungen und Quality-of-Life-Verbesserungen dürfen wir uns unter anderem auf ein realeres Feeling bei den Jahreszeiten freuen. Das Frühlingsupdate erhält deshalb optimierte Zeiten für Sonnenauf- und Untergänge. Auf Screenshots können wir einige neue Blumen entdecken, die wahrscheinlich auch nur im Frühling erscheinen werden. Auch sehen wir in der Aktionsleiste ein paar neue Items, unter anderem eine Tasse und eine Baugenehmigung. Die Baugenehmigung könnte vielleicht ein Restaurant sein, denn man sieht auf dem Symbol einen Löffel und eine Gabel. Die Mine erhält ebenfalls ein Upgrade. Wir sehen neue leuchtende Pflanzen und vielleicht können wir sogar bald auf den Seerosen übers Wasser laufen. Eventuell wird es ein neues Boot geben. Ob wir unser vorhandenes Boot ausbauen können oder ob wir ein schickes Segelschiff bei Franklin in Auftrag geben können, ist allerdings noch nicht bekannt. Zu guter Letzt hat James heute noch einen Screenshot mit einem Wasserfall veröffentlicht. Mal sehen, ob wir damit vielleicht im nächsten Update schon unsere Insel verschönern können. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Freut ihr euch genauso wie ich auf das neue Update? Schaut auch gerne mal bei den Jungs von Katie Gentleman Down Under vorbei und lasst ein Abo da. Ich sage jetzt vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.